Immer neue Rekorde an den Börsen seit 40 Jahren. Natürlich mit großen Unterbrechungen, aber grundsätzlich sind wir seit 40 Jahren in einem nie dagewesenen Bullenmarkt. Ist das eine Blase, die einfach irgendwann mal platzen muss, oder geht das immer so weiter, weil Aktien einfach alternativlos sind? Das ist heute unser Thema. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Liebe Zuschauer, Weihnachten steht vor der Tür. Um Ihnen was zu sagen, das Sie garantiert noch nicht wussten. Seit Jahr und Tag wünschen wir uns ja alle gegenseitig immer ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest. Dieses Jahr sind wir endlich erhört worden. Weihnachten wird dieses Jahr für die meisten wahrscheinlich so friedlich wie niemals zuvor. Und auch das Lied Stille Nacht bekommt für viele wahrscheinlich eine ganz neue Bedeutung diesmal. Es wird also eventuell ein bisschen langweilig, aber wenn es Ihnen zu langweilig wird und wenn Sie dann auch durch sind mit dem üblichen Weihnachtsprogramm, stirb langsam 1 bis 10, dann gibt es immer noch, ich kann Sie da trösten, es gibt immer noch unsere Zukunftsmärkte-Reports. Diese Woche der Report zu den chinesischen Bankaktien, den Sie sich in aller Ruhe dann an den Weihnachtstagen zu Gemüte führen können. Sie haben außerdem dann ja auch als Abonnent Zugriff zum Archiv, wo nochmal mehr als 50 Analysen drin sind. Und alles ist für Sie völlig gratis. Was Sie machen müssen, ist sich einfach einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Wie schon gesagt, diese Woche China Bankaktien. Es sind die größten Banken der Welt, sind günstig bewertet, aber gleichzeitig. Wir haben Dividendenrenditen zwischen 6 und 8%. Trotzdem interessiert sich für diese Aktien ja bei uns kein Mensch. Darum dieser Report und morgen geht er raus. Also jetzt noch schnell eintragen. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag. Was ich heute außerdem für Sie habe, Tipps für Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Aber vorher müssen wir natürlich noch sprechen oder sprechen wir einfach mal grundsätzlich über den Aktienmarkt, der seit 40 Jahren ja von einem Rekord zum nächsten eilt. Speziell die US-Börse, die Weltleitbörse. Sie wissen ja, wofür die Börse eigentlich da ist. Es war schon immer schwer, sein Geld gut anzulegen, und darum haben vor langer, langer Zeit in einem fernen Land sich die einflussreichen Leute mal zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen irgendwas tun für die ganz normalen Sparer, damit die sich auch was ansparen können. Und wir machen das so, wir machen etwas, wo jeder, der langfristig da investiert, automatisch überdurchschnittlich viel Geld verdient, und zwar mit Aktien. Und jeder, der dann mit Aktien reich geworden ist, schlussendlich, und seine Aktien dann wieder verkauft, der wird das dann da eben auch so machen, dass der Nächste mit diesen Aktien dann auch wieder überdurchschnittlich viel verdient. Und so werden automatisch alle reich, und das Ganze nennen wir dann Börse. Überzeugt Sie jetzt nicht? Klar, ist ja auch völliger Unsinn. Aber eigentlich ist es auch genau das, was wir insgeheim doch alle glauben und was auch jeder Anlageberater seit Jahrzehnten rauf und runter erzählt. Aktien erzielen langfristig immer Überrenditen. Dafür sind Aktien sozusagen da und dafür ist die Börse da. Vor allem, wenn man passiv investiert, muss man das glauben, weil man da ja jetzt auch nicht nach Ein- und Ausstiegszeitpunkten sucht. Wobei ich nicht sage, dass passiv investieren schlechter ist als aktiv investieren, um Gottes Willen. Aber gerade der passive Investor muss ja davon ausgehen, dass Aktien zwar schwanken, aber dass sie langfristig immer trotzdem Gewinn abwerfen. Aktien haben also eine eingebaute Überrendite. Wie wird das begründet? Es wird damit begründet, dass ja die Wirtschaft wächst immer auf lange Sicht und dass dadurch auch die Unternehmen wachsen, zumindest im Durchschnitt jetzt, und dass sie dadurch dann eben auch immer höhere Gewinne abwerfen. Und darum werden Aktien dann ja auch immer mehr wert. Da stellt sich aber natürlich gleich die Frage,
Wenn das so ist mit Aktien, und wenn das auch jeder weiß, warum geben dann die, die Aktien haben, die tollen Aktien, überhaupt jemals wieder her? Warum verkaufen die die? Beziehungsweise, warum kriege ich sie dann so billig als Käufer, dass den ganzen Zugewinn der Zukunft ich einkassiere und nicht der Verkäufer? Der ist ja schön blöd. Aber auch dafür, aber auch für dieses Phänomen gibt es eine Erklärung, nämlich die Risikoprämie. Die Zukunft ist natürlich unsicher und sie ist für Unternehmen unsicherer als für Festgeld jetzt. Und darum kriege ich Aktien im Vergleich zu sicheren Anlagen immer mit einem gewissen Abschlag, weil ich da natürlich mehr Risiko habe. Und das ist am Markt auch alles schon wunderbar eingepreist zu jedem Zeitpunkt. Und auf lange Sicht wird aus diesem Risikoabschlag aber meine Überrendite. Funktioniert ja auch anscheinend. Die Börsen steigen immer weiter und jeder Aktienheini rechnet ihnen gerne vor, was man mit Aktien so verdient. Ich bin ja selber auch ein Aktienheini. Sind nämlich mindestens 6 oder 7% pro Jahr, so je nach Zeitraum, also so liegt die Zahl momentan. Das werfen Aktien eben im Durchschnitt pro Jahr so ab. Und das ist dann auch in Zukunft so, ganz einfach, als wäre es ein Naturgesetz. Ist es aber natürlich nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir glauben, dass es da irgendeine Gesetzmäßigkeit gibt. Und ein Durchschnittswert ist ja noch keine Regel. Einen Durchschnittswert gibt es immer, wenn ich eine Zahlenreihe habe. Irgendwas kommt eben raus, wenn ich einen Durchschnitt ausrechne. Und dass der Durchschnittswert hoch ist momentan, das kommt vom Bullenmarkt der letzten 40 Jahre. Hier der Dow Jones Index seit 1980. Sind also nur die großen Standardwerte aus den USA. Der Dow Jones Index ist hier gestiegen in dem Zeitraum von unter 2600 Punkten auf über 30.000 Punkte. Das ist eine Performance in 40 Jahren von über 1000%. Und damit ist er natürlich auch deutlich stärker gestiegen als die Wirtschaftsleistung. Und was man auch hier sieht, die Krisen, die wir gehabt haben im Jahr 2000 oder die Finanzkrise 2008, das haben die Anleger relativ gut weggesteckt, zumindest wenn sie langfristig investiert waren. Die Frage ist eben nur, wenn man das so sieht, wenn man jetzt einsteigt, hat man da immer noch den optimalen Zeitpunkt. So läuft es nämlich nicht immer. Es gibt auch ganz andere Marktphasen, zum Beispiel hier 1928 bis 1958. 1929 war ja bekanntlich der große Crash, Weltwirtschaftskrise. Und wer da vorher in diesem Aktienboom eingestiegen ist, der hat lang gebraucht, bis er wieder im Plus war. Bis Mitte der 50er Jahre. Das ist ein halbes Menschenleben und ein ganzes Erwerbsleben, mehr oder weniger. Man kann also sagen, die Investoren der 20er Jahre, die haben mit Aktien in der Regel nichts verdient. Und solche Marktphasen gibt es auch. Wieder der Dow, diesmal von 1965 bis 83. Die Charts hier, die sind übrigens alle von der Seite von Finanzen.net, weil man da erstens den Langfristchart hat und man kann ihn zweitens auch in Zeitabschnitten darstellen. Das ist also ganz fantastisch da. Wir haben hier fast 2 Jahrzehnte lang einen Seitwärtstrend, obwohl ja damals die Wirtschaft auch gewachsen ist. Obwohl es da ja auch gute Zukunftsaussichten gegeben hat im Prinzip. Zumindest bessere als heute, würde ich sagen. Und obwohl es damals ja eigentlich auch schon hätte eine Risikoprämie geben müssen. Aber wahrscheinlich wussten das die armen Leute damals einfach nicht, dass der Aktienmarkt, so wie wir es heute sagen, jedes Jahr um 6% steigen muss. Denn wie gesagt, hier ist jahrzehntelang gar nichts passiert. Die Rallye ist erst losgegangen wieder Mitte der 80er Jahre. Aber warum die großen Unterschiede zwischen damals und heute? Das hier ist eine von meinen Lieblingsgrafiken. Ein paar von Ihnen kennen Sie wahrscheinlich schon von meinen Videos. Die kommt vom Vermögensverwalter Heusinken. Das sind die Zinsen und die Inflation in den USA seit 1954. Die Zinsen sind hier schwarz, die Inflation ist rot. Lassen Sie es mal auf sich wirken. Was wir hier sehen, seit Anfang der 60er Jahre gibt es einen starken Anstieg der Inflation. Mitte der 70er Jahre läuft sie dann aus dem Ruder. Wir haben gehabt Vietnamkrieg, Ölpreisschock, Bretton Woods-System, das zusammengebrochen ist, also das Weltwährungssystem damals und die Goldbindung vom Dollar. Und im Zuge dessen sind aber eben auch die Marktzinsen stark gestiegen.
Aber Anfang der 80er Jahre, da dreht das Ganze und zwar ganz gewaltig. Und genau da startet dann auch der Bullenmarkt ja an der Börse, wie wir gesehen haben. Die Inflation wird da abgewürgt und geht seitdem bis heute kontinuierlich runter. Was ist da passiert? Die USA hatten einen Notenbankchef, der die Inflation wirklich entschlossen bekämpft hat dann. Paul Volcker, also nicht Walker, so wie Johnny Walker, sondern Volcker, Volck. Johnny Walker hat uns auch schon durch manche Krise geholfen, aber Paul Volcker, der war eben damals der Fed-Chef und der hat, als die Inflation aus dem Ruder gelaufen ist, den Leitzins wirklich konsequent angehoben, teilweise bis auf 20%. War wahnsinnig umstritten, hat die Wirtschaft natürlich abgewürgt. Es gab Millionen von Arbeitslosen in den USA. Aber die Inflation, die hat er damals wirklich gestoppt. Sie geht seitdem zusammen mit den Zinsen runter bis heute. Und die Corona-Krise, die ist da ja noch gar nicht mit drin. Und so einzigartig die Coronavirenkrise auch ist, auch sie setzt eigentlich diesen Trend, den wir schon lange haben, im Grunde nur fort. Nämlich niedrigere Inflation und immer noch niedrigere Zinsen auch. Man sieht aber auch, man hat die letzten 40 Jahre nicht nur mit Aktien viel Geld verdient, man hat eben auch mit Anleihen viel Geld verdient. Also wer Anfang der 80er Jahre Bonds gekauft hat, Langläufer zu dem Zinsniveau, für den ist es natürlich auch nicht schlecht gelaufen. Wenn in Zukunft die Inflation wiederkommen sollte, ich weiß nicht, ob wir dann auch wieder jemanden haben werden, so wie Paul Volcker, bei einer westlichen Notenbank zumindest, der sich dem so entschlossen entgegenstemmt, auch wenn es weh tut. Ich bezweifle das. Wenn es nicht so kommt, wäre das wahrscheinlich die Stunde für Gold. Vertiefe ich jetzt aber nicht um Gold. Unter anderem geht es nächste Woche in meinem Ausblick, der Ausblick auf die Märkte 2021. Nicht verpassen auch dieses Video nächste Woche. Am besten Zukunftsmärkte-Kanal gleich abonnieren. Dann auch die Glocke drücken, ganz weihnachtlich hier. Dann sehen Sie nämlich auch gleich, wenn der Ausblick dann da ist nächste Woche. Und Sie unterstützen mich damit natürlich auch. Wünsche ich mir von Ihnen zu Weihnachten. Bleiben Sie brav, erstens. Und zweitens abonnieren Sie meinen Kanal. Was mir an der ganzen Sache wichtig ist: Wir haben 40 Jahre lang einen Bullenmarkt gehabt. Bei Aktien, wir haben einen Bullenmarkt gehabt, bei Anleihen, die Edelmetalle sind gestiegen, die Immobilienpreise sind gestiegen. Das alles haben wir nicht gehabt in einem Umfeld steigender Inflation, sondern in einem Umfeld sinkender Inflation. Bei Inflation meine ich natürlich die Verbraucherpreise, nicht die Vermögenspreisinflation. Ist völlig klar, die Vermögenspreise haben wir ja gehört, die sind ja durch die Decke gegangen. Und das ist aber eben völlig konträr zu der Meinung von vielen von den Crash- und Inflationsspezialisten, die wir gerade so haben, die uns andauernd sagen, der einzige Inflationsschutz sind Sachwerte. Aktien sind aber natürlich auch Sachwerte. Nur interessanterweise, als die Inflation gestiegen ist in der Zeit, von Anfang der 60er Jahre bis Anfang der 80er Jahre, da hat sich der Dow Jones Index keinen Meter bewegt. Als aber die Inflation zurückgegangen ist und damit eben auch die Zinsen, da ist der Aktienmarkt hochgeschossen. Und das tut er bis heute. Das Ganze verschärft sich jetzt natürlich durch die Corona-Krise. In der Corona-Krise ist jetzt der Anleger eben nicht nur so wie früher vor die Frage gestellt, bin ich bereit für mehr Rendite, mehr Risiko einzugehen, sondern er weiß jetzt wieder mal von vornherein, dass er sowieso Risiko eingehen muss, damit er überhaupt noch was kriegt. Das hebelt aber im Umkehrschluss natürlich die Risikoprämie aus, was wir an den Bewertungen ja auch sehen. Und die große Gefahr an dem Ganzen, meiner Meinung nach, ist eben jetzt nicht mehr diese Krise an sich. Da läuft es ja wunderbar, wie wir gesehen haben, die letzten Monate. Da haben sich die Anleger ja ganz kuschelig drin eingerichtet. Sondern die Gefahr ist möglicherweise wirklich die Normalisierung, obwohl wir die uns ja alle wünschen. Aber eine Situation, in der sich alles mehr oder weniger schnell wieder erholt, in der aber auch die Stimuli zurückgefahren werden, in der die Inflationserwartungen wahrscheinlich steigen und in der wir am Markt hohe Erwartungen schon haben und hohe Bewertungen natürlich.
Und eines Tages kommt die Inflation ja vielleicht wirklich zurück. Das glauben viele momentan, weil ja durch die Notenbanken viel billiges Geld im Umlauf ist. Ich bin mir da selber nicht ganz so sicher. Ich habe vor einiger Zeit ja auch ein Video gemacht, wo ich eher auf die Deflationsgefahren hingewiesen habe. Also ich sehe auch deflationäre Kräfte am Werk, die man auch nicht unterschätzen darf. Aber wie auch immer, wenn die Inflation jetzt doch zurückkommt und wenn dann auch die Marktzinsen steigen, dann fallen natürlich unwillkürlich die Bonds, dann sind aber auch die Aktienmärkte in Gefahr, weil Aktien dann in Relation zu Bonds unattraktiver werden würden. Und wenn das alles so kommt, dann gibt es möglicherweise kaum noch eine Anlageklasse, mit der man nicht Verluste machen würde. Bei den Sachwerten zumindest. Weil dann nämlich genau das Gegenteil von der Konstellation kommt, die seit Jahrzehnten alles nach oben treibt. Aktien, Anleihen und viele andere Assetklassen auch. Das für heute nur mal als Denkanstoß, damit das Ganze auch nicht zu lang wird. Wir werden hier noch viel sprechen müssen über die Herausforderungen, die wir möglicherweise vor uns haben als Anleger und wie wir damit umgehen könnten auch. Jetzt müssen wir erstmal Weihnachten überstehen. Wie versprochen, es gibt noch Geschenketipps von mir. Es sind ja viele dann doch davon überrascht worden, dass man jetzt keine Weihnachtseinkäufe mehr so richtig machen kann. Dass eben nur noch Amazon auf hat und die Supermärkte. Darum mein Vorschlag: Basteln Sie doch mal wieder was für Ihre Lieben. Zum Beispiel einen Wurstdackel. Kommt immer gut an bei Jung und Alt. Sie brauchen so gut wie keine Vorkenntnisse dafür. Und die Bauteile, die gibt es an jeder guten Metzgertheke. Oder was ich als Münchner dieses Jahr verschenken werde, und zwar ausschließlich Weißwurst in Dosen, ist praktisch, hält ewig, hält länger als der längste Lockdown. Und Sie können es Ihren Angehörigen gefahrlos mit einem gewissen Sicherheitsabstand einfach zuwerfen oder je nach Bedarf auch nachts durch die Fensterscheibe. Mit anderen Worten, Weihnachten ist gerettet, Weihnachten wird auch dieses Jahr wieder super. Denn es gibt in Deutschland eins, auf das wir uns immer verlassen können, wie wir gesehen haben dieses Jahr, trotz aller Missgunst, trotz aller Anfeindungen, das ist unsere deutsche Fleischindustrie. Und wie gesagt, wenn es Weihnachten vielleicht doch zu langweilig wird für Sie, tragen Sie sich ein für die Zukunftsmärkte-Reports. Und nächsten Monat bin ich ja auch schon wieder da mit meinem nächsten Video, mit meinem Ausblick auf 2021, der Ausblick auf die Märkte, auf Aktien und auf Edelmetalle. Ich wünsche Ihnen frohes Fest. Lassen Sie sich trotz allem gut gehen, trotz aller Schwierigkeiten. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und wie immer natürlich herzlichen Dank fürs Zuschauen.